Hallo, mein Name ist André Lüssi. Ich bin Product Owner für CCBI bei Bucher & Sutter. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in CCBI Ihre Daten vergleichen können und um damit festzustellen, wie gut sie sind. Vergleichen Sie Ihre Daten, aber sparen Sie sich die Zeit, Ihre aktuellen Daten exportieren zu müssen, damit Sie diese mit früheren Daten oder anderen Teams vergleichen können. In CCBI können Sie die Daten über mehrere Jahre selektieren und vergleichen oder die Vergleichsdaten des letzten Monats, Quartals oder Jahres direkt mit Ihren aktuellen Daten anzeigen. Zudem können Sie auch einzelne Agenten mit den Durchschnittswerten beliebiger Teams vergleichen. Den meisten Daten sehen Sie jeweils nicht auf Anhieb an, wie gut sie sind, denn es steht ja nicht neben jeder Zahl, welcher realistische Zielwert Sie erreichen möchten. Wir schauen uns nun vier Beispiele an, wo ein Datenvergleich durchaus Sinn macht. Wenn Sie sich den Verlauf Ihrer Daten über die letzten Jahre vergleichen wollen, dann ist das wahrscheinlich die einfachste Form, wenn Sie den Long-Term-View-Report nehmen und entsprechend alle diese Jahre, die Sie vergleichen wollen, selektieren. Sie können nun so beispielsweise die Volumen über diese Jahre miteinander vergleichen oder schauen, wie der Service Level variiert hatte, an welchen Messpunkten über das Jahr oder wie beispielsweise die Average Handle Time geschwankt hat oder wie viele Ressourcen da waren. Wenn Sie diese Anzeigen ein bisschen größer haben möchten, dann gehen Sie einfach hier in den Focus Mode und sehen hier sehr schön mit den Skalen und den Verlaufskurven, wie groß diese entsprechenden Differenzen tatsächlich waren. Wenn Sie eher in der jüngeren Vergangenheit mit Ihren Daten unterwegs sind und beispielsweise in einer Übersicht eher die Daten vom Vortag, von der aktuellen Woche, letzte Woche und über eine Periode, ich sage es mal ein paar Wochen, angezeigt haben, ermöglicht Ihnen das aber, die Daten trotzdem mit den Daten vom letzten Jahr zu vergleichen. Das wird erzielt, indem Sie sehen das hier oben links, indem man jetzt diese gefilterten Daten, also über die gefilterte Periode mit diesen 47.000 Anrufen, vergleicht mit der gleichen Zeitperiode vom Vorjahr. Und im gleichen Zeitperiode vom Vorjahr, dieses Last Year Werte, sind dann oder waren dann eben 60.000 Anrufe. Die jüngeren Daten hier, die sind leider nicht verfügbar, weil das halt ein Demosystem ist, wo keine aktuellen Daten mehr hinzugekommen sind. Von wo kommen diese Daten her? Sie sehen in diesem Datenmodell, hier gibt es dieses LMLQLJ für Last Month, Last Quarter, Last Year Vergleichsdaten, gibt es hier diese wichtigsten KPIs eben auch als Vergleichswert. Wenn Sie jetzt beispielsweise in dieser Grafik hier, wo Sie das aktuelle Volumen sehen und den aktuellen Service Level, hier eigentlich auch den Service Level beispielsweise sehen möchten vom letzten Jahr, dann gehen wir einfach in diese Kategorie und ziehen hier Service Level Last Year in Prozent diese Linie neben den aktuellen Service Level. Natürlich würden wir hier jetzt auch sagen, dass wir den entsprechende Farbeinstellung für diese zweite Linie, für diese Last-Year-Linie, vielleicht dann irgendetwas anderes wählen. So. Und so sehen Sie eigentlich jetzt Ihre aktuellen Daten über diese letzten drei Monate und hier direkt den Vergleichswert, wie der Service-Level war an diesen gleichen Monaten vor einem Jahr. Wenn Sie Ihre Daten mit dem Vorjahr vergleichen wollen, aber nicht nur einfach insgesamt sehen möchten, wie sich das Volumen insgesamt entwickelt hat, sondern Sie auch gleich die Details sehen möchten, in welchen Bereichen, auf welchen Nummern, Code-Types und so weiter, wie sich das entwickelt hat, dann bietet sich hier dieser Jahresvergleichsreport an. Auch hier sind wieder nur drei Monate der Daten ungefähr selektiert. Und dieser Report hat nun den Vorteil, dass es jetzt nicht nur insgesamt, sondern für eben die Gruppierungen, die Sie wählen, sei das jetzt die Organisationsunits mit den darunterliegenden Call-Types
oder eben auch noch gruppiert nach den Medien für Voice, Telefonie oder auch die Non-Voice-Channels. Hier sehen Sie jetzt im Detail für jeden dieser Werte zum einen den Vorjahreswert und dann den aktuellen Wert. Und der Vergleich hier sehr schön dargestellt, das Delta zum Vorjahr, wenn der Wert kleiner ist, wird das wie in einem Financial Chart halt rot dargestellt, wie viel kleiner gegenüber dem Vorjahr. Und wenn der Wert positiv ist, zeigt es das an als grüner Balken. Und dann entsprechend natürlich auch die Prozentwerte dieser Abweichung. So haben Sie zum einen hier das Volumen jetzt hier im Detail aufgeschlüsselt pro Call Types und dann hier pro Organisationseinheiten, beispielsweise die Erreichbarkeit, den Service Level, die Wartezeiten, Handle Time, Self-Finish Rate und Occupancy, so alle beliebigen KPIs, die Sie hier halt vergleichen möchten in Bezug zum Vorjahr. Nochmals, so sehen Sie einfach auf einen Blick, wenn Sie jetzt insgesamt vielleicht mehr haben, sehen Sie dann trotzdem, wenn es in irgendwo einem Bereich mal etwas weniger hat. Die einfachste Methode, um festzustellen, wie gut Ihre Agenten sind, ist wahrscheinlich die, dass man Ihre Leistung ganz einfach mit dem Durchschnitt des Teams oder mehrerer Teams vergleicht. Hierzu gibt es einen eigens für das erstellten Agent Comparison, also einen Vergleichsreport für Agenten, welche zum einen auch wieder einen gewissen Zeitbereich beinhaltet. Hier sind das immer noch diese 3 Monate ungefähr. Und hier wird jetzt verglichen, ein einzelner selektierter Agent, also dieser 5137, verglichen mit dem Team 5002. Das könnten auch hier jetzt mehrere Teams selektiert werden, dann würde dieser einzelne Agent mit diesen Durchschnittswerten mehrerer Teams verglichen. Was Sie hier sehen, sind KPI-Charts für jeden einzelnen KPI. Das heißt, der Wert, der hier dargestellt wird, ist der letzte Wert jetzt, also im letzten Monat, der berechnet wurde. Und dieser berechnete Wert für den Agenten wird jetzt mit dem Teamdurchschnitt verglichen. Also der Teamdurchschnitt wird dann jeweils unten dran angezeigt. Und wenn der Agent besser ist als der Teamdurchschnitt, dann ist dieses KPI-Chart grün eingefärbt. Und wenn der Agent schlechter gearbeitet hat, dann ist dieses Chart rot eingefärbt. Natürlich wird hier berücksichtigt, dass natürlich eine Handle Time, die kleiner ist, besser ist als eine Handle Time, die größer ist. Die Verlaufskurve in jedem dieser KPI-Charts zeigt eigentlich den Anfangspunkt, den Mittelpunkt und den Endpunkt, also eben diese 3 Monate, wie sich dieser KPI auch entwickelt hat. Also das heißt, wenn dieser Agent jetzt beispielsweise mit seinem Answered per Ready Hour Wert besser ist als das Team, sieht man doch auch, dass er sich halt eben von ganz tief nach ganz oben in den letzten 3 Monaten entwickelt hat. Also das heißt, der Vergleichswert, der Endwert ist immer der letzte Wert vom aktuellsten Monat. Wenn man eher daran interessiert ist, nur den Verlauf zu sehen oder nicht nur den Endpunkt verglichen zu haben, sondern den Verlauf auch sehen möchte, dann gibt es noch diesen Report, wo jetzt eigentlich diese gleichen Werte, das heißt der Wert des Agenten, das wäre dann jetzt eben die orangige Linie oder die Vergleichslinie aller anderen selektierten Agenten, sieht man hier jetzt, wie sich diese KPIs über diese selektierte Zeit auch entwickelt haben. Und man sieht solche Dinge, dass sich dann halt eben auch Agenten, die vielleicht mal wo haben wir das hier, eine Kreuzung, besser waren, dann irgendwo mal schlechter waren und dann wieder ins Bessere gegangen sind. Also das heißt eigentlich, der Verlauf ist hier der Fokus und nicht der Endwert des KPIs. Sie sehen also, dass neben den normalen Messmöglichkeiten immer auch Vergleichsdaten mit einbezogen werden können. Das zeigt Ihnen auf die einfachste Art und Weise, wie gut Ihre aktuellen Daten sind und vor allem auch, wie sich diese entwickelt haben. Wir sehen uns.